Simona De Silvestro und Test- und Development-Fahrerin bei Porsche. Das Erfüllende an meinem Beruf ist, diese Maschine am Limit zu bewegen. Das ist schon wirklich etwas ganz Spezielles. Als Rennfahrer ist wirklich wichtig, dass man eigentlich im Element sind. Also vor allem, wenn ich im Auto bin, bin ich da und muss alles rausnehmen von mir, um wirklich schnell zu sein. Und das ist etwas, das ich auch in den Bergen erfahre, weil du bist dann in dem Element drin, den du sein musst und dich fokussieren musst, und, um das Beste rauszuholen. Mein Job als Test- und Development-Fahrer ist eine Entwicklung vom 99X Electric dabei zu sein. Vor allem im Formel E ist Software etwas, das ganz wichtig ist, wie man Energie spart und wie man sie verbraucht. Das sind alles Sachen, die wir im Simulator für jedes Rennen in Weissach trainieren. Bei Porsche, wie man weiß, kommt ja wirklich eigentlich alles aus dem Motorsport. Die Technologie vom Taycan kommt ja vom LMP1, wo da das erste Mal dieses Hybridsystem eigentlich entwickelt wurde mit dem E-Motor. Und der E-Motor ist jetzt im Taycan. Und jetzt auch, wie der Taycan die Energie braucht, Energie wieder rekuperiert ist, was man im 99X Electric auch fahren. Und das ist wirklich cool zu sehen, dass in nicht so vielen Jahren das eigentlich so schnell passiert ist. Und ich kann es gar nicht glauben, wo wir in 10 Jahren sind, wie schnell die E-Autos werden und wie effizient die auch sein werden. In meiner Karriere hatte ich das Glück, dass ich viel unterwegs war, viel in Amerika, viel in Australien auch. Und jetzt bin ich zurück in der Schweiz, hier in Zürich, in meiner Heimat. Ich habe es wirklich vermisst. Ich finde es entspannend, mit dem Taycan nur in der Stadt rumzufahren. Es ist wendig und es sieht mega aus. Vorne ist es aggressiv, aber auch futuristisch. Die Flyline ist wirklich Porsche. Ein perfektes Auto, auch für die Stadt. Ja, für mich ist eine ganz große Ehre, für Porsche zu fahren und eben auch halt die erste Frau zu sein, dass als Pilotin da unterschrieben wurde. Ist ein spezielles Feeling und ich hoffe, dass wir einfach zusammen auch ganz viel Success zusammen haben und dass die Türen auch öffnen wird für andere junge Menschen, die Träume haben und wirklich voranzugehen.